Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Highlight-Video zum Januar-Einzel-Event von Gamecore HD. Ja, wir sehen schon hier, wir sind in der Startaufstellung zum BMW Z8 Einzel-Event. Das Ganze hieß V8 Driving Pleasure. Pleasure, schwieriges Wort. Also Fahrspaß mit V8 Roadstern. Also eine seltene Kombination, sieht man nicht ganz so oft. Normalerweise sind Roadster ja eher so mit 4 Zylindern bestückt oder eben 6 Zylinder, sagen wir mal, Mazda MX-5 ist ein Roadster, BMW Z4, aber dieser Z8 hier eben mit V8 Power. Und wir sehen hier schon gleich am Start sehr, sehr turbulent, einer ist schon rausgeflogen, Cannelloni 94 hier mit einer extrem hässlichen Lackierung, Entschuldigung, und dazu kann ich nur im Vorfeld sagen, er hat das extra gemacht, um mich zu ärgern. Ich kenne ihn sehr gut und wir reden eigentlich fast jeden zweiten Tag über Teamspeak. Und ich meinte, das Auto ist voll schön, er meinte, es ist hässlich und deswegen hat er das extra mal ein bisschen hässlich gemacht. Ja, das mal so zum Hintergrund. Aber wir alle verstehen ja Spaß. Ja, was soll ich jetzt zu dem Video? Wollte ich nur insgesamt einfach nochmal eine kleine Zusammenfassung hier für euch bringen. Ich werde das jetzt nicht komplett kommentieren, dieses Rennen, aber wir werden es einfach mal hier im Hintergrund sehen. Den VLN-Driver war auch dabei. Ich fasse es einfach mal ein bisschen zusammen und erzähle euch ein bisschen was. Bassmann unter anderem ein neues Gesicht hier bei den GCHD-Rennen. Michels Einer war auch wieder dabei. Ist schon die zweite Veranstaltung von Gamecore HD, die ihr hier jetzt besucht. Da wird ja auch in der Endurance-Serie an den Start gehen. Und auch hier in der in diesem Einzel-Event, in dem Januar-Einzel-Event, ist er sehr gut unterwegs gewesen hier in dem Rennen. Fährt hier auch lange an der Spitze mit, hier in dem Orangen im Z8. VLN-Driver, das ist jetzt hier gerade die Spitzengruppe, wo ich auch mal einige Minuten oder, na gut, sogar einige Minuten länger sogar mitkämpfen konnte. Also, es war relativ ausgeglichen vorne an der Spitze. Niemand konnte sich so richtig absetzen. Und wir sehen natürlich auch, wie steil das hier ist auf der Strecke. Das sind wirklich extreme Steigungen und schwierig zu fahren auch. Und der Wagen wiegt relativ viel leider. Es ist, ja, wiegt 1600 Kilo. Und ja, da muss man schon mal ein bisschen früher bremsen. Und das war nicht so einfach, gerade bei diesen ganzen Gefällen hier und Steigungen, wo die Bremsvorgänge ja noch mal etwas kritischer sind. Ja, Driver, VLN-Driver, Michels Einer, Ike 86 Number One, also am Start. Wir gucken uns hier noch mal ein bisschen die ganzen Anzeigen an, also auch Andy 89 war wieder dabei, der gerade noch so zu dem Event gekommen ist, er war vorher noch unterwegs, hat es noch gerade so geschafft. Und er ja einer der sehr schnellen Fahrer, der eigentlich fast immer alles gewinnt. Zumindest war es so in Gran Turismo 5. Ja, und hier hat er doch so einige Probleme gehabt im Rennen, kam insgesamt aber, glaube ich, auch ganz gut durch über die Distanz. Und hatte genauso zu kämpfen wie alle anderen auch. War mal ganz schön zu sehen, dass auch er in irgendeinem Event oder so mal antastbar ist, sage ich einfach mal so. Elias 456 ist mittlerweile auch schon fast Stammfahrer bei den Gamecore-Veranstaltungen. Auch wieder sehr schön gewesen, dass er hier dabei gewesen ist in dem Z8-Event. Hat auch hier einen guten Job gemacht. Natürlich eine sehr schwierige Veranstaltung, das Ganze auch auf Sportreifen. Dafür hat er sich aber super geschlagen, hat die Distanz auch beendet. Und ja, das ist auch immer wieder cool, dass er so oft dabei ist. Und DS Eni ist auch dabei gewesen, seht ihr ja in der Liste darunter. Ich klicke hier einfach mal weiter nach hinten. Ups, wie waren das nochmal? Ach ja, ich muss ja hier. Gehen wir ein bisschen hier nach hinten, zum Beispiel hier zu DS Eni, der auch einen orangenen Z8 fährt. Ja, der hat auch ein gutes Rennen gefahren, sehr fair und sauber gewesen, soweit ich das beurteilen kann. Gab es keine Beschwerden gegen ihn. Und hier in diesem Z8-Event war es auch super, dass er dabei war. Für die Endurance-Serie hat er sich ja auch mal angemeldet. Dort war jetzt aber leider war die Serie noch nicht unbedingt das, was für ihn, glaube ich, das Richtige war.
Aber wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir DSENI hier in den Einzel-Events mal sehen. Ja, DTM-Renner dahinter, ein Mitglied der alten GCG-Riege, beziehungsweise jetzt ist das Ganze ja OSR, Online Sim Racers, eine Online-Community für den Gran Turismo-Bereich, zu der ich auch gehöre. Und ja, der fährt hier momentan auf der letzten Position, nicht auf der letzten, auf der achten Position, also relativ weit hinten. DTM-Renner, auch der fährt hier ein super Rennen. Und gegen Ende wird er auch noch besser werden und recht weit nach vorne fahren. Sehr unauffällig, aber sehr konstant. Also gute Arbeit auch von ihm. Cannelloni 94, ich habe sogar an dem Tag, wo wir das Rennen gefahren sind, mit ihm über Teamspeak geredet. Und der hatte wirklich viele Probleme. Es hat sich oft gedreht und kam überhaupt nicht so warm. Ich habe natürlich gesagt, das liegt an der Farbe. Naja, auf jeden Fall, ja, für ihn eher ein Rennen zum Abhaken gewesen. Also, ja, schade, aber zumindest hat er das Rennen beendet. Und das ist natürlich eine der wertvollsten Sachen auch, muss ich sagen. Das muss man den Leuten hoch anrechnen, auch die Rennen beenden, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist nur fair und auch wichtig, weil sonst würde ja immer der Letzte irgendwann mal einfach abbrechen und dann würde am Ende gar keiner mehr fahren. Ja, Gerümpelkrieger ist auch mal wieder dabei gewesen. Der war seltener eher bei den GT-Veranstaltungen, war mal bei GT5 dabei, ich glaube bei einem Z4-Event. Also die BMW Z-Reihe fährt er wohl immer ganz gerne mit. Und ja, den haben wir unter anderem auch hier in der GTA 5 Fun Race Event Serie mitgesehen. Da ist er ja fast in jeder Folge dabei oder ist sogar in jeder Folge dabei. Die wird übrigens mit 7 Episoden ausgestrahlt werden. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt noch kommen. Ich glaube, naja, weiß ich jetzt auch nicht, egal. Schalten wir mal wieder nach vorne. Ich glaube, 7 müssen sein, also müssten noch 3 oder 4 kommen jetzt. Ja, hier diese Kurve bergab, die hat den meisten Leuten, glaube ich, Probleme gemacht. Schwierig dort anzubremsen. Da blockieren leicht mal die Vorderreifen. Da hatten alle so unglaublich Probleme, jedenfalls alle, mit denen ich gesprochen hatte. Und ja, gucken wir uns das mal aus einer anderen Perspektive an, dass wir hier ein bisschen Abwechslung haben. Das sieht auch schon geil aus, hier diese große, lange Kurve. Da kann man auch richtig mit Drifts reingehen. Ist natürlich nicht so schnell, macht aber einen heiden Spaß. Ja. Paul Endriver hier auch ein sehr gutes Rennen. Ist sehr lange vorne mitgefahren. Hier ist es echt immer so eine Stelle, wo man dann diesen blind über diesen Hügel fährt. Man muss vorher schon ein bisschen einlenken, wenn man die Kurve optimal erwischen will. Muss aber auch aufpassen, als einem dort das Heck nicht umkommt. Hier jetzt auch schwierig, muss man früh genug einlenken. Und hier ist wirklich die kritische Phase. Diese Anbremszone hier ist extrem schwierig. Man muss sie auch erwischen, wenn man diese Kurve hier erwischen will. Also dieser ganze Kurvenkomplex da hinten baut aufeinander auf und man muss da die komplette Linie kriegen, sonst ist man einfach in dem letzten Sektor sehr, sehr langsam. Ja, und somit ging das Rennen eigentlich gut vonstatten. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen vorspulen. Runde 9, 10, 11, dann gehen wir einfach mal hier auf 25. Sich da so getan hat. Wir sehen, es gab auch einen Pflichtboxenstopp, den einige schon wahrgenommen hatten oder haben. Zu diesem Zeitpunkt hier sind schon viele vom Feld, haben den da schon absolviert und wir sehen Bassmann zu diesem Zeitpunkt also jetzt auf 1 und DTM-Renner schon auf 3 vorgekommen. Also man sieht auch, dass es sich hier ein bisschen bewölkt. Die Uhrzeit ist nämlich mitgelaufen, 16 Uhr hier mittlerweile. Und ja, so ging das Rennen munter vonstatten.
Nur wo wir jetzt gelandet sind, auf Michels einer habe ich geschaltet. Das Bild jetzt hier nicht gerade so optimal am Umschalten. Ah ja, jetzt. Ah gut, gut. Ja, zufällig sehen wir jetzt hier gerade den Boxenstopp von Michels einer. Der hatte nämlich, glaube ich, auch irgendwo Fehler gemacht und ist dann zurückgefallen. Natürlich ein kurzer Stopp nur zum Reifen wechseln. Ja, insgesamt war das Event wirklich auch sehr, wie gesagt, schon anspruchsvoll, aber auch sehr spaßig. Insgesamt waren halt 10 Leute dabei, das ist schon ganz gut. Hab mich gefreut, dass doch so viele dann letztendlich gekommen sind. Hatte erstmal so gerechnet mit 8 oder 7. Das ist schon eine ordentliche Sache. Und ihr habt ja auch schon gesehen, dass das ganze Januar-Event heißt. Das heißt, ich möchte jetzt jeden Monat ein Einzel-Event anbieten. Zusätzlich zu der Endurance-Serie. Und das wird wahrscheinlich immer dann an einem Samstag im Monat stattfinden. Hab da schon sehr schöne verschiedene Themen mir so vorbereitet, die dann als Rennen kommen können. Eventuell mache ich auch so ein paar kleine Minimeisterschaften, wo dann vielleicht an einem Tag 8 oder 10 Rennen mal gefahren werden. Ja, mit einer kleinen Wertung. Natürlich dann mit weniger Runden als hier. Hier sind wir ja 53 Runden gefahren. Und ich denke, dass das dann ein gutes Programm für euch ist, wenn ihr da Bock drauf habt. Hier jetzt DTM-Renner auch aus der Box gekommen, auch schon weit nach vorne gespült worden. Ein bisschen blöd finde ich immer, dass man hier nichts ausblenden kann mehr. Die Namen sind immer dabei. Das heißt, wenn man online irgendwie mal einen schönen Fight hat und das Ganze irgendwie aufnehmen möchte, sind die Namen immer eingeblendet. Natürlich gut für die Fahrer, für die Wettkämpfe auch, aber für einige Hotlaps oder so wäre es schön gewesen, wenn man es wegmachen könnte. Ja, und somit werden wir einfach nochmal weiterspulen hier. Hier nochmal die Informationsanzeigen an, damit wir hier nochmal die letzten Runden so ein bisschen einfangen. Ab hier zum Beispiel, ab Runde 36, fing es dann nämlich auch langsam an zu regnen. Und das war natürlich verschärfte Bedingungen, wird natürlich noch schwieriger, logischerweise. Wir gehen mal auf VLN Driver, der hier vorne in diesem Zeitpunkt des Rennens das Rennen angeführt hat. Natürlich scheiße, wenn es regnet und man kein Dach über dem Kopf hat. Darüber haben wir uns mitten des Rennens auch unterhalten und Driver, dieser VLN-Driver hier, der meinte, ab einer gewissen Geschwindigkeit, 100 km/h, kommt kein Regen mehr ins Cockpit. Aber wir müssen ja auch abbremsen, ne? Dann ja wieder doch. Also ist das schon nicht ganz so, wie man das will. Ja, der VLN-Driver hat hier auch wirklich gutes Rennen hingelegt. Ihr seht jetzt auch, wie neblig das da hinten geworden ist. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen die Onboard an, das ist ja auch immer ganz cool. Hat man mal so einen kleinen Überblick. Ja, lange Zeit lang hat es dann erstmal geregnet und es ist aber nichts nass geworden auf der Strecke. Ja, vorm Rennen habe ich immer noch mal wieder die Frage bekommen, beziehungsweise ich bekomme sie relativ oft, wenn ich Rennen veranstalte. Und zwar, ob man Intermediates oder Rennreifen nehmen darf. Oh, hier ist der VLN-Driver leicht weggerutscht. Ja, dazu meine Antwort, es gibt gar keine bei den Sportreifen. Bei den Sportreifen haben Profil. Und somit können sie das Wasser ableiten. Es gibt diese Intermediates und Regenreifen nur, wenn man auf Rennreifen fährt. Bei Sportreifen existieren die gar nicht im Spiel auch.
Das hier auch immer kritisch, wenn man da auf den Rasen kommt, da kann man sich schnell mal wegdrehen. Und für dieses gesamte lange Stück hier gerade verliert man da extremen Schwung. Und das geht ja auch noch hier um diese superschnelle Linkskurve und dann bergauf. Also da verliert man dann richtig Zeit. Da muss man echt aufpassen beim Ausgang dieser schnellen, weiten Linkskurve. Ja, gut, wir werden noch mal weiterspulen, müssen uns das jetzt hier nicht so genau angucken. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier auch schon, dass es langsam dunkler wird. Schalten wir auch mal auf einen anderen Wagen, zum Beispiel Andi 89 oder Bassmann 91, der relativ frisch dazugekommen ist. Das war eine Überrundung. So, ich schalte einfach mal hier auf Runde 50, um jetzt nochmal das Ende einzufangen. Ich möchte ja, wie gesagt, nur eine kleine Highlight-Sendung machen. Kleine Zusammenfassung, was hier so abging. Und wir sehen, es ist hier schon sehr dunkel. Und zwar so dunkel, dass man im Rennen eigentlich überhaupt nichts mehr gesehen hat. Wir sehen auch, was hier für ein Chaos herrscht. Also, das waren wirklich extreme Bedingungen. Zielfahrzeug, wir gehen jetzt nochmal auf Andi. Und zwar mal hier auf diese Motorhaubenansicht, dass man hier einfach mal ein Gefühl dafür gewinnt, wie das hier aussah. Genauso. Hier geht es noch, aber ich glaube, im Rennen war es sogar noch dunkler. Ja, auf jeden Fall extreme Bedingungen gewesen, auch noch bis zuletzt. Wir sehen hier, Gerümpelkrieger war hier überhaupt nicht fair unterwegs, leider, muss man so sagen. Hat hier den Andi 89 am Ende noch weggedreht und weggedrückt und hat ihn auch nicht überrunden lassen. Das ist natürlich sehr schade und ist kein guter Eindruck. Kennt man so von ihm eigentlich aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da an ihm dem Tag in ihn gefahren ist. Ja, und wir schauen einfach mal jetzt noch mal kurz. Upp. Wir schauen mal auf den führenden Michels Einer und gucken uns dort mal die letzten Runden an von ihm. Das sieht echt finster aus. Auch er natürlich hier zu kämpfen, es ist ja auch schon 59% Feuchtigkeit hier, ist ja jetzt in der letzten Runde. Man sieht hier, wie schwierig das ist, und man sieht auch, hier stehen einige quer, und das ist ein richtiges halbes Chaos gewesen. Natürlich ist es schwierig, da seine Geschwindigkeit anzupassen, langsamer zu machen. Welcher Rennfahrer macht schon gerne langsam? Und somit gab es da viele Probleme. So sah das hier wirklich aus, so dunkel. Auch Michels Einer hier nur noch im vierten Gang unterwegs in seiner letzten Runde. Ja, und insgesamt muss man sagen, das hier ist auch die Endwertung ungefähr. Michels Einer hat also das Event gewonnen und VLN Driver ist Zweiter geworden. DTM-Renner, wie gesagt, sehr gut nach vorne gekommen. Hier den dritten Platz am Ende eingeholt. Tolles Ergebnis, super Rennen von ihm. Ja, Ike86 Number One auf der 4, auch ein gutes Ergebnis für ihn. Bassmann 91 neu dazugekommen. Und ja, gleich ein gutes Rennen abgeliefert mit dem fünften Platz. Andi auf dem, ja, sechsten Platz, das sieht man sehr, sehr selten. Aber auch mal schön zu sehen, dass auch er nicht überall von 0 auf 100 durchstarten kann. DSENI auch ein gutes Rennen. Durchgekommen, fair geblieben. Gerümpelkrieger, wie gesagt. Elias, super, dass er dabei war. Und ja, für Cannelloni eher ein Rennen zum Vergessen gewesen. Leider. Aber auch super, dass er die Distanz durchgezogen ist. Ja, und das war dieses kleine Highlight-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euch das angeschaut habt. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dann.